täuscht. Ja. Oh, we're back. Ja, und jetzt? What was that? That thing? She seemed so sad and desperate. Ja, irgendwie schon. Keine Ahnung, was es war. Es sah aus wie ein Baum. Aber es war kein Baum. Es war was ganz anderes. Hey, it's going to be so nice when we're through with all this. And we can play together all the time. Das hoffe ich. Das dritte Erinnerungsstück. Bald ist es geschafft. Good. Another one down. Schieß mich nicht weg. We are getting very close to her. I can feel it. Oh, she must be so worried about you. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, wie es weitergeht. Die letzte Szene war nicht gerade nice. Aber es geht weiter. Cargando. Hört sich klasse an. Wenn ich das richtig sehe, ist da... Nee, nichts. Gut, okay. Okay, ein alter Schrank mit noch einer Zeichnung. Wir haben bestimmt ein paar Zeichnungen übersehen. Das kann ich euch mit Sicherheit sagen. Denn dafür habe ich zu wenig gut geschaut. Was? Wo? Hä? Was passiert hier? Wo sind wir hier? Und was ist da drin? Okay, die Kiste kriege ich nicht weg. Und ich glaube mal, darunter möchte ich nicht. Kommt man da später hin? Ich glaube schon. Ich glaube, mit der Schublade müssen wir dann dort runterfliegen. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Was hier genau passiert. Das Ganze scheint mir irgendwie recht speziell zu sein. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf der anderen Seite. Ja, sind wir. Holy moly!
zum Teufel? No! Oh, das war knapp. Eine nächste Zeichnung. Hätte ich da drauf bleiben sollen? Nee, oder? Nee, irgendwie kommen wir da schon wieder hoch, oder? Nee, ich glaube, das war schon richtig. Ist das alles hier etwas gruselig? Kann ich da hoch? Nicht? Wieso kann ich da nicht hoch? Das müsste doch genug. Das gefällt mir hier gar nicht. Ich habe Gänsehaut. Gefällt mir hier gar nicht. Das ist das letzte Erinnerungsstück. Gleich passiert was. Das passiert doch gleich was. Ich weiß es. Als ob da jetzt nichts passiert ist. Teddy. Schützt mich! Ich möchte da nicht hin. Ich möchte da nicht hin, habe ich gesagt. Zum Glück habe ich dich, Teddy. Zum Glück habe ich dich. Du beschützt mich hier um jeden Preis? Huch. Möchte ich hier lang? Wahrscheinlich ich sie gar nicht. Kann man da nicht hoch? Könnte meinen, dass man dort hoch könnte. Ja, schön, und jetzt? Bringt absolut gar nichts. Oder ist das zum Verstecken? Oder zum Verwirren? Oder um eine Zeichnung zu finden? Nee. Warum? Was ist damit? Wofür ist diese Flasche? Hä? Ich check gar nichts mehr.
Checkt irgendwie jemand was? Ich check's nicht. Und hier komme ich auch nicht hoch, obwohl hier was liegt. Dann muss ich wohl auch richtig lang. Sag mir das Bild irgendwie was. Oh shit. Ich hab die Flasche zerstört. Und da ist das Monster. Es wird gleich etwas Schreckliches passieren. Ein richtiger Jumpscare wird kommen. Vor allem mit diesen ganzen Mänteln hier. Plötzlich steht das Vieh vor mir, ich weiß es doch. Ich weiß es. Es ist so klar. Das Ding wird gleich vor mir stehen. Und ich werde schreien. Interessant aus. Ein Jojo. Nee, ein Ding. Wenn du ein Objekt hast, kannst du es mit None werfen. None? Was muss ich? Ich brauche einen Mond. Der Mond ist dort oben. Fast. Unglaublich, dass ich als Zweijähriger schon so stark bin. Ja, möchte ich jetzt da durch? Ehrlich gesagt nicht, aber ich muss. Okay, gut, die Tür ist verschlossen. Das Vieh wird mich verfolgen, Tag und Nacht. Es wird mich nie im Stich alleine lassen. Stich lassen sollte es mich aber. Eine Tür. Wie praktisch. Ja, okay, das ist jetzt weniger praktisch. Das ist jetzt echt nicht praktisch. Ja, ich hör's. Eigentlich ist klar, was wir machen müssen. Wir brauchen den Stern. Der Stern ist im Glas. Wahrscheinlich über diesem Teil dort. Is it stuck again? Ja, jetzt eigentlich nicht mehr. Okay, es hängt fest.
Okay, es gab so gar nichts. Da hoch kann ich auch nicht. Es ist tot. Es war tot. Muss der Stern hin. Muss der scheiß Stern hin? Ich habe ihn doch vorhin noch gesehen. Check's nicht. Nee, hier geht's ja auch nicht weiter. Wir brauchen eindeutig diesen Stern. Aber wo ist der Stern hin? Okay, ich glaube, ich sehe es. Ich glaube, ich habe es gesehen. Muss hier hoch. Und dann auch dieses Ding. Denn wir wissen alle, Babys können das. Und dort drüben ist dann wohl der Stern. So wohl wahrscheinlich auch ein Bild sein, was mich hier zum Stern leiten soll. Ist der Stern hier drin? Möglicherweise. Okay. Okay, okay. Okay. Alles gut, Junge. Mach solche Sachen nicht mit mir. Okay, hier ist nichts. Dann ist das wohl unser Rückweg. Nee, nee. Nee. Das brauche ich jetzt noch nicht. Ich möchte erstmal hier schauen. Eine Zeichnung. Okay, sonst gar nichts. Die Musik verheißt nichts Gutes. Und das schwarze Zeug sieht er auch nicht. Honey. Ja. Honey ist hier. Gleich wird was Schreckliches passieren. Alles gut? Wir haben den Stern. Langsam zurück. Langsam zurück. Es wird alles gut. Musste ich hier durch? Ja, ich musste hier durch. Es wird alles gut, Junge. Es wird
Wie komme ich zurück? Ich muss mich wohl schlecht in den Tod stürzen, oder? Oder doch? Nee. Das kann's doch nicht sein. Hier hoch auch nicht. Hier. Ja, hier. Okay. Was ist hier drin? Ein Foto von meinem Daddy. So, ich denke mal, das ist mein Dad. Ich glaube, wir kommen dem Albtraum reichlich näher. Das gefällt mir alles gar nicht. No, bleib doch offen. Was ist denn das? Hey, ich hasse diese Geräusche hier. Ganz ehrlich. Was muss ich machen? Wo muss ich hin? Check's nicht. Ich muss doch klar hier durch. Oder nicht? Zumindest weisen die schwarzen Dinge hier entlang. So, hier durch. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Noch eine Zeichnung. Ja, nee. Irgendwie. Ich gerade etwas ratlos. Also zurück kann man nicht mehr. Das steht fest. Also ist das schon der richtige Weg. Aber wie geht's weiter? Wie kommen wir weiter? Wie und wo geht's weiter? Da hoch können wir nicht. Drunter durch können wir auch nicht.
Eine Tür habe ich auch nicht übersehen. Okay. Ja, ich bin einfach doof. Gut. Man sollte die Augen offen halten, ne? Was ist das jetzt hier? Ich hab's mir gedacht. Aber ich wollte nicht aussprechen, dass ich leise sein soll. Das Ganze ist ganz schrecklich. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wohin, wo lang, wodurch. No idea. Bringt jetzt viel, ne? Das bringt wahrscheinlich auch nichts. Ja, okay, eine Zeichnung. Ich schätze mal, das Ding kommt bloß, wenn ich Krach mache. Hier durch. Das sieht halb vielversprechend aus. Okay, ich hab's erwartet. Dass irgendwas mit dem Stuhl passiert. Von daher bin ich jetzt nicht erschrocken. Aber doch mies. Vor allem, weil hier einfach gar nichts ist. Das war ich gar nicht! Fucking hell! Ich hab nichts getan. Hier, friss Seife. Ich hab gar nichts gemacht. Nichts habe ich gemacht. Geht's da irgendwo lang? Nee. Noch ein Bild von Daddy. Daddy. Daddy cool. Daddy. Daddy cool. Hey. Ich hab keine Ahnung mehr, wo ich bin. Hilf mir doch mal jemand. Hier richtig. Muss ich hier lang? Das ist mies. So ein fucking Labyrinth. Das sieht gut aus. Go, go, go. Elephants are my favorite animal. They have big ears and a long trunk. You're my great elephant, aren't you? Okay. Interessant. Jetzt.
habe ich nicht gesehen. We've got the final memory. Let's hurry. Ja, endlich. Ich will hier bloß raus. Und wissen wir ganz genau, dass es nicht so einfach sein wird. Oder doch? Vielleicht? Okay! 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 No! Fuck! Please! No! No! Fucking hell! Lass mich los! Lass Teddy los! No! Alter. Oh, wie mies. Der Arm von Teddy. Mann. Really? Nee. Bitte nicht. Was ist das? Not now. Ist das die Füllung von Teddy? Nee, oder? Mama? Not bist now. Du es? Das ist meine Mama. Aber wieso nicht jetzt? I said not now. Die ist meine Mutter. Deshalb die Flasche. Die zerbrochene Flasche. Sie hat getrunken. Ist am Schluss gestorben. Hat sie sich in den Suff getrunken? Das Haus wieder. Was passiert hier? Wir haben das letzte Erinnerungsstück. Aber es bringt uns nichts, wenn wir nicht zwei Hände haben. Was für ein creepy Vieh das ist. Das Final Piece. Aber gut. Hey, es funktioniert. Aber was passiert nun? Wo gehen wir hin?
nicht mehr so gut aus. Was ist zurück? Das Buch, der Elefant. Die Münze, Uhr. Ich glaube, Uhr war's. Und die Spieluhr. Es ist Tag. Es ist hell. Was ist bloß passiert? Der Mond. Der Stern. Die ganzen Kissen. Was ist mit Mami passiert? Hat sie zu viel getrunken? Der Schlüssel? Hier sein Platz. Jemand weint. Mama weint. Und der Teddy. Hi, little one. Come here. Did you like your gift? What happened to his arm? Don't worry. We'll fix him up. In memory of Jory Prome. Real Bad Studio. Das war nun also
a moment to sleep. Am Ende war unsere eigene Mutter das Monster im Traum. Sie hat uns geschlagen. Sie hat sich betrunken. Sie war unglücklich. Dem Teddy hat sie den Arm abgerissen. Und trotzdem ist sie unsere Mutter. Das Leben kann halt manchmal nicht so schön sein. Aber trotzdem muss die Musik gehen. Aber trotzdem wird sich die Familie immer lieben. Das war ein kleines, aber feines und auch schönes, schaudiges Horrorspiel. Nicht so viel Horror, eher Jumpscare-mäßig. Ich finde, man kann es durchaus empfehlen. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es mich manchmal so kirre macht. Es war recht gut, finde ich. Es hat eine gute Story erzählt. Und ich glaube, das Ganze gibt es auch noch als VR-Spiel. Von daher, vielleicht werden wir das Ganze nochmals auf meinem Kanal sehen. Aber in VR. Und da werde ich mich richtig einscheißen. Das kann ich euch versprechen. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei Among the Sleep. Das war's. Wieder mal mit einem schönen Let's Play. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem neuen Spiel, Video, was auch immer es sein wird. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.